Ja, hallo liebe Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir hier die besondere, die ganz neue, stark limitierte und leider auch schon wieder direkt ausverkaufte San Cristobal La Casa de Habanos Jubiläumszigarre. Ist ja die jüngste kubanische Marke, 1999 gegründet und eben zum 20-jährigen Jubiläum. Hier diese stark limitierte LCDH-Zigarre. Ja, San Cristobal war ursprünglich der Name von Havanna, 15. Jahrhundert nach dem Sankt Christophorus benannt. Und ja, haben wir hier einen schönen langen Smoke mit über 16,2 cm Länge und ein 52er Ringmaß. Kostet 35 Euro das Stück. Ja, mit den feinsten Tabaken aus der Huerta Abajo Region aus dem Tal, wo halt die besten kubanischen Tabake einfach herkommen. Ja, riecht schön nach Zedernholz, schön sanft aber, also jetzt irgendwie nicht pfeffrig und nicht scharf und nicht. Du kannst hier richtig schön lange einatmen und es wird nicht unangenehm oder prickelnd oder irgendwie sowas. Also soll aber, glaube ich, auch nicht so eine ganz starke Zigarre sein. Ja. Sieht ganz gut aus, macht was her. Leider schon ausverkauft wieder. Wie gesagt, schön in so einer privaten Schatzkiste, so einer schwarzen zum Aufklappen so. Ist wirklich schön gemacht. Ich habe leider keine Kiste. Ist nur einzeln verkauft worden, die Zigarre. Ja, dann machen wir sie an und bis gleich. Schönes, schönes Format auf jeden Fall. Du hast hier wirklich viele Tabake drin. Ich merke schon, du hast so einen gewissen Gegenzug, so typisch kubanisch. Und eben so dieses Zedernholz. Dieses typisch kubanische merkt man jetzt halt so richtig. Aber eher so ganz dezent. Leicht cremig. Aber eher so würzig. Eine gewisse Schärfe kommt auch. Ja. Und machen wir sie einfach mal an. Ist halt ziemlich windig wieder. Muss aufpassen, dass hier, weil hier liegen ganz viele Äste. Nicht, dass ich irgendwie umkomme im Wald. Schädel gespalten. Wäre gar nicht so gut, weil erstens der Hund. Was passiert mit dem Hund? Das ist natürlich eigentlich das, was mich am meisten dann abhalten würde zu sterben. Was mit dem Hund ist. Und ja, gut, Wohnungsauflösung geht dann fix. Wobei mein Bruder gar nicht weiß, wie meine. Wie auch immer. Man merkt eher die Frische an. Also ich schätze mal, dass das Boxing Date ganz frisch August, September, Oktober vielleicht sogar, dass sie ganz, ganz frisch ist. Also du merkst eben noch so ein bisschen die Schärfe jetzt am Anfang. Das kernig-nussige kommt auch schön vorbei. Du hast ein sehr, sehr mattes Deckblatt, ja. Aber schöne Farbe. Aber das war, glaube ich, bei San Cristobal. Ich hatte, glaube ich, nur eine oder zwei. Ich glaube, eine maximal reviewed. Die haben halt eher so diese Figurado, wo vorne ganz spitz ist und hinten ganz spitz. Also die Form turnt mich nicht so an. Und geschmacklich war sie halt auch eher langweilig. Aber ich glaube, da war es auch so, dass sie am Anfang erst wirklich Pfeffer gibt. So die Schärfe, also ich merke es auch an der Lippe jetzt so ein bisschen.
dass sie so ein bisschen eben Gas gibt, aber das relativ schnell verfliegt und sie dann recht mild wird. Recht wenig Rauchvolumen, wie ihr seht. Sie brennt gut ab, aber es kommt, ja, das ist halt von der Länge her, es dauert, bis das Rauchvolumen dann halt, oder bis der Rauch an sich, ich denke, da braucht man so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis das Rauchvolumen sich voll entfaltet hat. Gut, bei diesen kubanischen Tabaken halt, wenn du das Format anguckst, ja, also zum Beispiel die Millefleurs oder Monte Cristo Nummer 4, das sind ja ganz, ganz dünne Zigarren. Und hier hast du halt dann eben dreimal so viel Tabak mehr oder weniger mit dabei. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe wieder mein altes Handy mit Mikrofon. Ich hoffe, der Sound ist okay. Und hier hast du halt dreimal so viel Tabak. Deswegen musst du das vom Preis her dann halt eben auch ein bisschen beachten. Ja, also bei den Kubanern natürlich. Ja, das Rauchvolumen ist noch nicht da. Oh, ich sehe jetzt aber auch, dass sie aufgeplatzt ist jetzt auf einmal. Gut, sie war am Brandende sowieso schon geliefert. Uiuiui, mit so einem kleinen Riss, aber das ist egal. Am Brandende, das geht ja dann schnell vorbei. Dann hatte ich hier oben auch schon was, wo es abgeht. Also die Verarbeitung, muss ich zugeben, ist nicht besonders. Es ist mir gleich aufgefallen, dass hier oben, sieht nicht so wirklich schön aus hier. Das ist nicht so wirklich fein gearbeitet. Also kein Vergleich zu Cohiba Siglo 6 zum Beispiel. Das ist vom Preis her ähnlich. Kostet mittlerweile auch 36 Euro. Aber von der Verarbeitung her ist es kein Vergleich. Und jetzt unten platzt sie halt dann eben auch auf. Schade. Gut, ich meine, ist halt eine ganz frische. Ich hatte sie jetzt 2 Wochen bei mir so ein bisschen akklimatisieren lassen im Humidor. Ja, war zu kurz anscheinend. Aber ja, gut. Wobei, eine Talisman war auch nicht hundertprozentig schön. Die hatte ja auch am Kopfende, hat man halt gesehen, dass irgendwie die mit Daumen oder Fingernagel, keine Ahnung, da irgendwie so ein Stück abgerissen hatte oder was. Das sah auch nicht hundertprozentig aus, aber das war die allereinzige von der Talisman. Ich hatte jetzt, glaube ich, 2 Talisman, eine so geraucht und eine halt reviewed für euch. Und die, wo ich reviewed habe, das war die eigentlich die hässlichere, aber die sah trotzdem auch sehr gut aus. Hässlichere in Anführungszeichen. Ansonsten hatte ich ja von der Talisman 4 Kisten, habe ich immer noch. 2 waren geöffnet und die 2 verschlossenen lasse ich auch verschlossen, falls jemand eine möchte. Und die anderen sahen alle top aus. Ist eigentlich gerade so noch gut ausgeglichen, dass sie nicht zu trocken kommt und nicht zu ledrig. Aber als cremig oder so würde ich sie jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Also hat so einen leicht kernig-nussigen Touch, einen Hauch Süße vielleicht, aber als sehr cremig oder so würde ich sie nicht bezeichnen. Der Rauch ist schön, aber das Rauchvolumen ist noch nicht da, leider.
Ja, die neue Ramon Alones Nummer 2 2019, die kriegt man auch schon nicht mehr. Sofort ausverkauft gewesen. Bei einem Händler lag noch eine Kiste, das habe ich aber auf dem Foto, also die haben dann auf Facebook gepostet, hey, wir haben eine neue kleine Lieferung bekommen. Und ich hatte eigentlich wegen der Cohiba Bihike angerufen, oder Bihike, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Die war aber im Prinzip schon an Stammkunden vergeben. Und dann habe ich aber übersehen, dass ganz unten eine Kiste Ramon Alones lag. Und die hätte ich wahrscheinlich kaufen können, aber ja. Aber es gibt halt eben so Marken, die, so wie San Cristobal oder die Ramon Alones, die interessieren einen irgendwie nicht ganz so. Weiß ich nicht. Die hat mich natürlich interessiert wegen der starken Limitierung bzw. ja, dem Jubiläums, ja, Angebot, sage ich jetzt mal, der Firma. Aber es gibt, das kennt ihr bestimmt auch, es gibt so Marken, wo er sagt, muss ich nicht probiert haben, keine Ahnung. Irgendwie gehört da Ramon Alones bei mir dazu. Auch die José El Piedra. Keine Ahnung. Also sie kommt jetzt schon eigentlich, also finde ich San Cristobal ist eher milde unterwegs auch. Relativ würzig daher. Also bin ich jetzt überrascht. Gut, ich meine, das macht dann halt eben auch wahrscheinlich auch die Menge des Tabaks aus. Wie gesagt, aber das Rauchvolumen kommt noch nicht, immer noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wie gesagt, an der Stelle ist jetzt aufgeplatzt, dann ist es eh blöd im Verhalten des Rauches, aber schade. Aber sie ist mild genug. Sie ist mild genug, dass du halt permanent dran ziehen kannst. Und sie wird halt nicht sauer oder bitter oder zu scharf. Also zumindest jetzt am Anfang. Ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt echt noch eine halbe Stunde geht, dass du dann irgendwann echt dann die ganzen Bitterstoffe und so weiter abbekommst und du sie heiß rauchst und ich warte mal. Warten wir mal ab. Geschmacklich recht würzig, Zedernholz, ein bisschen kernig, nussig. Ganz dezente Cappuccino-Röstaromen, Kaffee-Röstaromen. Also sie schmeckt schon, klar. Aber ja. Sie schmeckt, aber irgendwas fehlt noch. Oh, ich muss noch eine E-Mail beantworten. Gut, dass ich jetzt gerade daran denke oder hier sitze mit der Zigarre. Hat was mit Zigarren zu tun, deswegen.
Doch, hat was. Also ist halt relativ mild. Du hast klar diese, diese Zedernholzgeschichte am Laufen. Und aber ich finde es schon interessant, dass dieser, diese Schärfe, die ich vorhin hatte, dass sie sich jetzt auf den Lippen so ein bisschen ausbreitet. Die Hälfte ist mein vom Rauchvolumen ist mein Atem selber. Ist schon sehr gering. Jetzt, wir müssen aber mal abwarten, dass wir halt hier diesen Riss überstehen, überqueren. Und spätestens dann muss da was gehen. Also eine wichtige E-Mail. Antworten hier oder was? Oh, ja. Hier auch wieder interessant, dass wir hier teilweise so gelbliche Asche haben. Jetzt kommt dann doch ein bisschen mehr Schiefbrand. Jetzt merkt man so einen gewissen fahlen Geschmack, so leicht, man könnte auch Pappe dazu sagen. Man merkt da schon, dass er recht frisch ist. Also schade, also ich habe jetzt nur einen Shop gesehen, der die Zigarre verfügbar hatte. Danke an Dalai hier an dieser Stelle. Aber halt eben nur eine einzige zum Kaufen. Aber schöne Kiste, wirklich schöne, schöne Piratenschatzkiste und kann ich ja mal einblenden. Und ja, die muss man ein Jahr weglegen, ein, zwei Jahre. Aber jetzt bei der würde ich jetzt sagen, nicht zu lange, weil sie an sich schon sehr, sehr mild ist. Also klar, jetzt am Anfang habe ich so ein bisschen Pep, bisschen Würze, bisschen Schärfe, aber ja, manchmal kann man auch selbst Kubaner zu Tode Agent, sage ich jetzt mal. Also auch zum Beispiel die Sanicro Panzer sind auch eher milde Zigarren. Ich habe ja die 9 Plus, die ist jetzt gut 2,5 Jahre alt. Also ich bezweifle, dass die besser wird. Aber die Monte Cristo Nummer 4
ist auch eher milder unterwegs, 5 Jahre alt, und die wird nicht besser. Also habe ich wieder Diskussionen gelesen, mindestens 15 Jahre, nee. Das sind irgendwann biochemische Prozesse, Fermentierungen, irgendwann ist es dann auch zu Ende und irgendwann ist es dann halt ausgereizt. Klar, manchmal 2 Jahre früher, manchmal 2 Jahre später, aber wenn du das jetzt selber machst, jetzt diese Romeo Giulietta Churchill Anechados, das ist ja wieder was Besonderes, die ist ja dort wirklich in speziellen Konditionen in dieser Tube irgendwie gelagert, Reife gelagert, über 10 Jahre, 13 Jahre insgesamt. Und da wird auch regelmäßig danach geguckt und jede einzelne wird irgendwie angefasst und oder wie auch immer, keine Ahnung. Das ist wieder was Besonderes, aber so lange leben wir doch auch gar nicht. 15 Jahre, wenn ihr jetzt, weiß nicht. Also, so meine ich es jetzt nicht, aber ich meine, 15 Jahre finde ich zu viel. Finde ich zu viel. Nach einem Jahr merkt man schon einen Unterschied, definitiv. Und ab 2 Jahre finde ich, da geht es dann schon los. Da hat man dann wirklich gute Zigarren schon. Wobei die, wie gesagt, null Rauchvolumen. Die Cohiba Maduro, die ich hatte etwas mehr wie 2 Jahre, und bei der hatte ich das Gefühl, so ein Jahr hätte ihr vielleicht auch noch gut getan. Deswegen lasse ich die auch erstmal liegen. Ich glaube, 8 habe ich jetzt noch. Na, wir kommen dem Riss nahe und das Rauchvolumen geht langsam nach oben. So. Wahrscheinlich werdet ihr es heute Abend nach dem Weihnachtsessen schauen, das Video, nachdem ihr gegessen habt, eben schöne Zigarre vielleicht dazu. Deswegen kann es auch ein bisschen länger oder stiller sein, das Video heute. Ich habe auch nicht viel Informationen am Start. Vielleicht, falls, habe ich überlegt, soll ich es überhaupt sagen, warum ich jetzt so lange keine Videos hochgeladen habe. Ich habe jetzt letzte Woche ein anderes Projekt gehabt mit Zigarren und wollte halt mit Reviews meinen Geschmack, sage ich jetzt mal, im Mund jetzt nicht wirklich auslasten oder verfälschen, wie auch immer. Deswegen habe ich mich auf das Projekt erstmal konzentriert und danach war ich auch ein bisschen angeschlagen. Aber es geht jetzt wieder. Also ich höre wieder auf dem linken Ohr, sagen wir es mal so. Trotzdem, dieses typisch kubanische, es ist halt was Besonderes. Ist einfach so.
Und das haben halt nicht viele. Ich finde Fuente eben, diese Opus X, diese sehr, sehr würzig, holzigen, das hat so wirklich so einen eigenen Geschmack, so ein bisschen. Also da merkt man schon auch, hey, hier tut sich was. Das ist wirklich ist was Besonderes, sage ich jetzt mal. Und die Cubana halt einfach, das ist halt einfach, ja, oder auch Gurka, der eine mag es, der andere nicht so. So 50%, 60%, 70% der Gurkas, die haben halt auch so einen gewissen würzigen Charakter. Findet man auch relativ selten. Bin jetzt nicht so der Fan davon. Aber ich kann verstehen, warum die eben ja auch Liebhaber haben. Und das halt eben selten zu finden. Und Fuente hat dann eben auch eben die fruchtigeren Linien oder halt eben die ganz, ganz würzigen mit ganz vielen verschiedenen. Die Siglo zum Beispiel, die hat so viele Gewürze habe ich in meinem Leben wahrscheinlich noch gar nicht gegessen. Also so kommt es zumindest rüber als Beispiel. Und das ist halt immer dann das, es gibt halt immer so diese Standard-Blends, die halt immer ähnlich schmecken, aber die stechen halt in dem Sinne nicht raus. Vor allem dieses klassische Ecuador Connecticut Shade Deck Blatt, da hast du die Süße, dieses Cremige, aber gleichzeitig dieses Dauerpfeffrige, dieses Dauerscharfe. Das war es aber eigentlich auch schon. Ja. Ihr seht, ich rauche viel, beziehungsweise ich ziehe viel dran, aber trotzdem ist sie nicht unangenehm oder scharf oder noch nicht zumindest. Jetzt haben wir hier eben eine schwierige Phase mit diesem blöden Riss. Ich will nicht zu viel, wenn ich das dann eben Deckblatt zu sehr verbrenne. Also 10 Minuten müssen wir noch überstehen, bis wir diese blöde Stelle erreicht haben, überschritten haben, dann. Ja. An Silvester kommt auf jeden Fall noch für mich auch ein persönliches Highlight. Ein schönes Review. Bin ich echt gespannt. Also persönlich. Und ansonsten. Gut, die neue Rocky Patel habe ich noch. Zum Beispiel diese Porter Century. Soll ja auch ganz gut sein. Schönes Format. Und auch hier und da ein paar günstige Zigarren für Silvester, wenn da Freunde kommen, wie viele dürfen überhaupt kommen am Silvester dieses Jahr, das ist die Frage. Ich glaube, am Balkon darf man wenigstens rausstehen, ne? Oder auf die Terrasse, da kann man ja eine rauchen dann. Da gibt es halt eben ganz günstige, die auch gut sind, aber hatte ich neulich schon wieder diese Diskussion, oder was heißt Diskussion, hatte eigentlich öfters schon erwähnt, dass eben diese günstigeren Zigarren auch schmecken, auch Aromen haben und so weiter und auch top sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel so günstigere aus einer Tabacalera kommen, aus einer berühmten Tabacalera, die Aromen sind nie so präsent wie die Originale, sage ich jetzt mal, Originale in Anführungszeichen. Es ist einfach intensiver, die Aromen sind länger, einfach ein breiteres Spektrum auch. Aber ja, das ist halt schwierig. Wenn du jetzt schön abends sagst, hey, ich gehe jetzt eine Stunde laufen, raus, spazieren, ich will einfach eine Zigarre so nebenher ein bisschen runterzufahren. Da muss es ja nicht unbedingt eine 30-Euro-Zigarre sein oder 20 Euro, klar.
Aber wenn du da sitzt und bewusst sagst, so, ich rauche jetzt bewusst eine Zigarre, dann komme ich mit diesen günstigen Zigarren nicht mehr so ganz so, ganz so klar. Hört sich jetzt dekadent an, oder? Aber ich meine jetzt halt nur, dass vom, ja, wie ich gesagt habe, die Aromen sind halt eben, das ist halt immer so ein Kompromiss. Das ist ja mit dem Rum genauso. Oft sind halt eben diese 15- oder 18-Jährigen, die sind halt echt immer deutlich, deutlich runder und intensiver. Weiß auch nicht. Sind halt dann halt teurer, gell? Ist ja klar. Naja, wie auch immer. Muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn du geschwind irgendwo hingehst, wie gesagt, mal, komm auch mal geschwind eine. Ja. Sieht jetzt leider echt nicht so schön aus, ne? Aber schöne feste Asche. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist sie dann doch runtergekracht. Mein Gott. Seht ihr das? Sieht man das? Ziemlich diese Spitze halt recht hart, noch nicht wirklich abgebrannt. Ist halt noch recht jung oder vielleicht ist halt eben ja die Einlage so ein bisschen zu fest gerollt, wie auch immer. Also noch hat sie mich nicht überzeugt, sagen wir es mal so. Ist zwar schön kubanisch, recht mild, aber der Wow-Effekt ist noch nicht gekommen. Aber es ist halt immer ein bisschen unfair natürlich, so ganz frische Zigarren, vor allem diese Kubaner, zu bewerten. Aber ja, deswegen ist nämlich auch das Rauchvolumen nicht ganz so, und jetzt schon wieder aufgeplatzt. Das kann doch nicht wahr sein. Seht ihr das jetzt hier, ein neueres? Ah, Mann. Schade. Blödes Exemplar, erwischt, so wie es aussieht. Sie ist mir nicht runtergefallen. Ich habe sie wirklich 2 Wochen komplett in Ruhe gelassen. Schade. Schade. Passiert. Ja. Mann. Ich hatte gehofft, dass wenn ich den ersten Riss jetzt überstehe, dann geht es richtig bergauf, aber vor allem im Rauchvolumen auch. Klar, so ein bisschen wurde es mehr, aber schade, schade. Das ist halt. Sie knistert nie, im Prinzip kaum. Also, wenn man so drückt und dran dreht, eigentlich ist sie nicht zu trocken. Ah, Scheiße, das nervt jetzt schon ein bisschen. Schade.
Ach, schade, schade. Und nach wie vor hast du halt hier... Das erinnert mich an die erste Millefleurs, die ich reviewed hatte, die ja auch gar nicht so richtig abgebrannt ist und ich tausendmal nachzünden musste, die halt auch so ein Stift hatte hier, so ein Dings, das so hart war. Erinnert mich so ein bisschen. Aber sie geht nicht aus. Das ist immerhin positiv. Sie geht nicht aus. Das ist schon mal positiv, wie gesagt. Hey. Geschmacklich denke ich immer, da kommt jetzt so ein bisschen was Fruchtiges, aber irgendwie auch nicht. Wie gesagt, perfekt eigentlich, so gerade so auf Messerschneide so, und sie kippt nicht nach der Trockenheit runter, zur Trockenheit runter. Es ist genau gerade so richtig, dass es nicht zu trocken ist und zu ledrig, also. Wobei viele Profis auch sagen, dass man das, Mensch, dass man es am Knistern, dass man das gar nicht festmachen kann, aber hat jetzt überhaupt keinen trockenen Eindruck gemacht. Ist auch nicht zu trocken, aber ich denke halt einfach, ja, weil das drückt so richtig nach außen, dass vielleicht zu viel Einlage genommen wurde. Oder die Einlage, ja, wahrscheinlich zu viel Einlage genommen und dafür halt zu fest gedrückt. Ja. So kann ich mir vorstellen, dass er einfach, ja. Ja. Aber wir machen das Beste draus, 35 Euro, Leute. Anders hinsetzen. Ja. Kommt der Winter noch? Wahrscheinlich wieder ganz spät, so ein ganz ekliger Ende November Zeitraum. Ende Januar Zeitraum meine ich. Kommt wahrscheinlich ein bisschen Schnee und es war jetzt aber eigentlich, ich glaube, nur so 2-3 Nächte, wo es, sagen wir mal, kalt war, weil halt eben der Wind recht kalt war. Einmal hat es kurz geschneit über Nacht, das war es aber dann auch schon wieder. Das wird wie die letzten Jahre sein, auf einen Schlag ist dann so 22, 24 Grad und dann war es das wieder. Ja. Überzeugt mich nicht, die Zigarre. Wir sind jetzt bei ungefähr, ja, knapp der Hälfte. Schmeckt schon, ja, klar. Schönes Format. Aber ich glaube nicht, dass es ein besonderer Blend so ist. Ich weiß es nicht. Konnte jetzt nicht wirklich groß was dazu lesen. Nur, dass halt eben die feinsten Tabake aus der Huerta Bajo Region verwendet wurden.
Ich finde ein Zehner zu teuer. Ja, wenn du das mal vergleichst mit der Bolivar Libertador, die top ist, ähnliches Format, ein bisschen länger sogar, für 21 Euro mittlerweile. Die La Trova von Trinidad, 22 Euro oder so. Auch die LCDH, ähnliches Format. Gut, die kriegt man halt auch gar nicht mehr. Das nervt halt echt. Ich habe jetzt gesehen, dass einige aus Österreich einige Läden auch wieder tolle Limitadas haben, bis an die Decke gestapelt. Aber die dürfen es halt nicht nach Deutschland schippern und die tun das auch nicht. Die sagen dann halt dann, ja, ihr müsst es halt persönlich abholen und selber über die Grenze bringen. Ja, es ist irgendwie... Gut. Der deutsche Markt ist halt Nummer 1 in Europa für die Kubaner. Oder? Ja, in Deutschland gibt es ja, glaube ich, auch die meisten. Ich glaube, oder? Fast die meisten sind in Deutschland die Casas. Habe ich da ein Video dazu gemacht? Ich habe das, glaube ich, mal erwähnt gehabt. Oder? Neulich hat, glaube ich, auch ein ganz neuer aufgemacht. Mal kurz nachschauen. Nur? Kann das sein? Nee. Ja, doch. Also weltweit gibt es 140 Stück auf 5 Kontinenten verteilt und in Deutschland sind es 1 PDF-Datei zum Runterladen. Doch, ich glaube, genau, ich glaube 15 und dann der 16. hat neulich aufgemacht. Also die Liste ist hier nicht aktuell. Das kann, glaube ich, sein. Ich dachte aber, ja, es waren so um die 20. Kann mich aber auch getäuscht haben. Gut, es gibt dann noch die Habanos Points, Habanos Spezialisten und so weiter und so fort. However, so. Und der nächste Knödel kommt. Das ist jetzt hier unten wieder hier. Diesen Punkt, der ist wieder steinhart. Ach Mann. Deswegen auch das blöde Rauchvolumen. Nicht wegen dem Riss, sondern weil die Einlage halt scheiße ist. Blödes Exemplar erwischt. Schade. Und da kann man jetzt wieder die Diskussion anführen. Hey, ich habe Zigarren geraucht für 7 Euro. Die waren nie problemlos. Die waren alle geil.
Du hast schönen weißen Rauch, nur ein Hauch blau. Und die Asche war halt sowieso auch ein bisschen auffällig, so gelblich, nicht so typisch aschegrau. Ist halt noch sehr jung. Geschmacklich jetzt ein bisschen mehr Zedernholz wieder. Also wird jetzt ein bisschen, ja, ich hatte vorher so ein bisschen, habe ich ja gesagt, so ein bisschen dieses Nussige, dezent Süßliche vielleicht auch. Und ich habe so ein paar Momente gedacht, jetzt wird sie fruchtiger. Aber jetzt kommt wieder das Zedernholz, jetzt wird sie wieder so richtig konservativ, sehr geradlinig, aber nach wie vor. Ja. Da hätte ich jetzt dann doch gern die Ramon Alones im Vergleich. Kostet ja da, glaube ich, 15,80 Euro oder so. Aber ja, die nächsten Monate kommen da keine Zigarren mehr ins Haus. Ich habe echt keinen Platz mehr, Leute. Soll ich mal ein Video machen von den kubanischen Zigarren, die ich habe? So wirklich mal alle aufstellen, so. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Interesse, dann zu sehen, was ich habe. Und manche habe ich auch in mehrfacher Ausführung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, das mal zu sehen, weil die Fuente, so viel habe ich ja dann gar nicht gehabt. Ich habe gedacht, ich habe viel mehr Fuente-Kisten. Wie viel waren es denn dann letztendlich? 6? Wie viel waren es denn? Die Belief, die Siglo, dann die Don Carlos, die neue, dann die Six, dann die God of Fire, die Kiste. Ja, 5 Kisten waren es, glaube ich, nur. Und dann halt die ganzen God of Fire und diese die Anejados, Anejo und so weiter. Kann ich ja mal machen. Ich mach's immer nur ungern, weil ich habe es halt genau hinbekommen, dass sie in mein Humidor reinpassen, die Kisten. Das ist voll das Tetris-Spiel mittlerweile. Und einen Teil habe ich auch gar nicht mehr in Humidor reinbekommen, sogar. Aber ja, so ein bisschen umwälzen tut ja auch immer gut. Was ich sowieso auch immer mache, ich mache gerne auch mal kurz die Tür auf, so 1-2 Minuten. Ja. Dass die Luft halt eben auch ein bisschen besser dann zirkuliert, ausgetauscht wird. Gut, so ganz dicht ist der eh nicht, so mit dieser Glastür dann. Schon zum dritten Mal jetzt, Mensch. Hier sieht man dann, hier sind schon einige Äste runtergekracht. Fast ins Auge. So macht's Spaß. Ja.
allmählich merkt man dann eben auch, sie wird ein bisschen floraler. Frische Erde, frischer Schwarztee, Tee, so in die Richtung, typisch kubanisch so zum Schluss, aber jetzt auch nicht übermäßig. Wirklich eine schön milde Zigarre. Also die ersten 15 Minuten waren sie, ja, die ersten 15 waren schon relativ würzig unterwegs, aber ja. Und vielleicht bringt halt eben bei der Lagerung dann, bei der Langzeitlagerung, das dahingehend etwas, dass halt das Fruchtige, was ich so angedeutet hatte, dass das ein bisschen mehr kommt, kann ich mir vorstellen. Oder das Nussige, wie auch immer. Ja. Jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde wieder. Was soll ich sagen? Ich habe ein offensichtlich blödes Exemplar erwischt. Das ist natürlich dann immer... Ja. Ich dachte, da kracht jetzt irgendwo was runter, weil es so geknarzt hat. Unabhängig von diesem Abbrand und von dem Aufplatzen und von diesem schlechten Rauchvolumen, geschmacklich ist sie halt eben noch recht frisch, ist halt relativ mild, nichts Besonderes meiner Meinung nach, aber ja, schönes Format an sich jedenfalls, aber ja, langweilig, ein bisschen. Ein bisschen enttäuschend. Ja, ist noch zu frisch einfach. Die Aromen kommen da, die poppen da so noch nicht so richtig raus. Aber bringt halt nichts, wenn du eine nur kriegst, die dann lagerst. Das bringt ja nichts. Deswegen musst du halt dann sowieso, du musst es ja, ja abschätzen können. Hat die Potenzial, die Zigarre? Lohnt es sich, die zu lagern oder nicht? Lohnt es sich, so viel auszugeben? Ich meine, 35 mal 20, ja, das ist natürlich schon Kohle. Also ich denke halt immer an die Siglo 6 von Cohiba. Das ist meine Lieblings-Cohiba. Kostet zwar auch 36, aber die ist wirklich echt, echt gut. Also ja. Schade, ne? Hat mich eigentlich ziemlich gefreut gehabt. Gut, ich hatte ja eben schon am Anfang gesehen, dass die Verarbeitung nicht hundertprozentig ist. Finde ich eigentlich schade. Das findet man bei Romeo, Monte Cristo, Cohiba nicht. Gut, wie gesagt, die eine Talisman, eine Ecke oben. Die war nicht wirklich schön, aber das war wirklich nur so ein bisschen. Und hier war er eben hier ganz am Anfang und auch der Riss am Brandende. Gut, sowas passiert schnell, aber ja. Da erwarte ich mehr auch zu dem Preis, ganz ehrlich.
und dann eben auch scheiße gerollt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute. Ich meine, wie ist da der Druck eigentlich bei denen? Ich meine, die kommen ja eh nicht regelmäßig oder eh nicht zur Ankündigung. Gut, ich meine, die neue Obmann, die Connoisseur, die neue da, die war direkt am Start und verfügbar. Zur Ankündigung eigentlich. Aber wie ist denn, ja, auch die Talisman kam ja im Prinzip 2 Jahre zu spät. Die war ja eigentlich 2017 angedacht. Ich verstehe das irgendwie nicht so. Aber ich hätte echt gern mal so ein paar Zahlen. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was, ob ich da ein Interview mit Christoph Puschka irgendwie hinkriege, so ein kleines Interview. Was er zumindest, ob er internationale Zahlen hat oder wirklich nur die aus Deutschland dann natürlich nennen kann, muss ich mal gucken. Ja, die Erde wird jetzt doch deutlicher. Dieses leicht nussige, das gefällt mir. Ist schon okay, schmeckt typisch kubanisch, dieses leichte Kaffee-Aroma. Aber immerhin geht sie nicht aus. Also das wäre echt die Krönung jetzt gewesen, wenn sie auch ständig ausgehen würde. Dann hätte es, also zum Beispiel die Romeo Giulietta Anichados, die Pyramides da. Die ging ja echt permanent aus. Zum Schluss konnte 5 Minuten das Feuerzeug hinheben. Es hat nichts getan. Natürlich macht man das nicht. Dann kannst du die Zigarre eh wegschmeißen schon. Dann hast du alles verbrannt, den ganzen Tabak. Aber aus Frust. Die ging aber nicht an. Scheiß Exemplar. Schönes Format. Das muss man bedenken. Dass du halt an sich schon viel Tabak drin hast. Zu teuer. Zu geradlinig. Ja. Ich glaube auch nicht, dass da noch groß was kommt. Vielleicht so ein bisschen mehr Erde noch. Dann wird sie vielleicht ein bisschen, ja, bitter vielleicht, aber ich habe jetzt die ganze Zeit dran gezogen eigentlich und sie wurde nicht besonders bitter oder scharf oder sauer oder so. Da wird nicht mehr arg viel kommen. So eine gewisse Frische kommt jetzt. Aber ja. 3 von 5. Maximal 3 von 5. Unabhängig vom Exemplar, allein vom Geschmack. Recht gewöhnlich. Ja, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, nach Weihnachtsessen Zigarre anzünden, gemütlich das Video anschauen. Bis dann.